Das war Furore. Auf einmal gab es einen Wankelmotor, den konntest du im fünften Gang anfahren. Und das war für mich auch der Einstieg beim Dr. Liebold, der Projektleiter vom 1011, dass ich 1011 fahren durfte. Er macht Versuchsfahrt auf der Einfahrbahn unten, kommt zurück, Kalpen. Das müssen Sie mal selber fahren. Das ist einmalig, das ist fantastisch. Ich mich ins Auto, erste Runde gedreht. Ab da hatte ich Fahrlizenz für 1011. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich darüber, euch heute endlich einmal wieder einen Gast aus den verborgenen Entwicklungshallen eines Autoherstellers präsentieren zu können. Er arbeitet gerade an einem Buch, was neugierig macht, zumindest mich, nämlich an einem Buch über den Mercedes C111. Das ist das sagenhaft schöne Versuchs- und Rekordfahrzeug, das einst bei Mercedes als Nachfolger für den 300 SL Flügeltürer angedacht war, und mein Gast hat an den zugehörigen Motoren gearbeitet, denn die waren auch etwas Besonderes. Ja, es gab mal eine Zeit beim grundsoliden Daimler, wo man überlegt hat, voll auf Wankelmotoren zu setzen. Wie sich ein Prototyp mit so einem Vierscheiben-Wankelmotor fährt und was auch ohne Fotohandy los war, wenn man Ende der 60er mit dem C111 irgendwo aufgetaucht ist, das erklären wir jetzt. Und außerdem hat mein Gast auch noch an den großen 8-Zylindern für die S-Klasse gearbeitet. Ihr merkt schon, er kommt aus einer Zeit, in der man das Wort Downsizing nur von zu heiß gewaschenen Wollpullovern her kannte. Lange ist's her. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Interview mit Wolfgang Kalpen. Also ich war kein Fan von der Penne. Höhere Schule, das war nichts für mich. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Und ich wollte, das war mir viel zu viel Theorie, ich wollte Handwerk, also eine Lehre machen, eine gescheite Schlosserlehre. Und die habe ich dann relativ zügig und verkürzt auch abgeschlossen mit Begeisterung und habe dann doch gesagt, ach, dann machst du noch Abitur und studierst weiter. Nur das Studium hat sich dann noch mal deutlich verlängert, weil ich während der gleichen Zeit oder in der Zeit als Rennmonteur durch Europa getingelt bin. Und dann hat es halt ein bisschen länger gedauert. Aber dann kommt noch wieder so eine Kuriosität. Ich hätte mich nie bei Daimler beworben, hätte ich mich gar nicht getraut. Meine Mutter schreibt eine Bewerbung an den damaligen Vorstand oder an Daimler-Benz. Ich glaube, 4 Wochen später habe ich Vorstellungsgespräch gehabt in Stuttgart, noch ohne Diplom, haben die mich und wurde sofort eingestellt. Ach, tatsächlich, deine Mutter ist quasi, die hat dich da hingedrängt. Die hat für mich die Bewerbung. Die wollte einfach, dass der Junge was Ordentliches macht. Nach dem, was du jetzt im Nebensatz gesagt hast, nach deiner Rennmechaniker-Geschichte, das war bei Chevron, oder? Ja, auch. Chevron war das Auto. Genau, Chevron. Das war ein reicher Internatsbesitzer, der wollte Rennen fahren. Aha. Und für den haben wir Rennmonteur gespielt. Und der hatte den Chevron gekauft und BMW Schnitzermotor hatten wir drin. Mhm. Und damit sind wir dann durch Europa. Haben wir die Autos immer repariert und hingebracht vor Ort. Dann stieg er ein, fuhr sein Rennen und wir wieder weg. Und jetzt dann wieder repariert, ja, die überdrehten Motoren. Oder hat deine Mutter gesagt, das ist nichts Handfestes? Nein, meine Mutter hat das so nicht mitbekommen. Aber sie wusste, der Wolfgang, der kann was, oder ich weiß es nicht. Die war immer von mir so überzeugt. Und das hat ja auch funktioniert. Ja, eben. Aber es ist schon auch irre, oder wie das damals ging. Und du bist, wann bist du bei Daimler-Benz eingestiegen? 65. 65, ja. Das war auch schon eine Riesenfirma im Vergleich zu, sagen wir mal, BMW oder Porsche. Ja, klar. Oder Mini auch, das war aber so mehr die Firma für die seriösen Premium-Fahrzeuge. Ja, genau. Und damals war an 1011 nicht zu denken. Dann kam ja der 300 SL und dann geht es ja nachher mal weiter. Okay, genau. Jetzt kommt die nächste Kuriosität. Jetzt bin ich da bei Daimler-Benz in der Motorenkonstruktion gelandet oder eingestellt worden. Nach circa 1,5 Jahren kommt der damalige Chef, der Wolf-Dieter Bensinger, mein späterer Ziehvater, kann man fast sagen, kommt zu mir ans Brett. Der kam also einmal die Woche immer wie so ein Chefarzt, macht er der Visite an den Brettern, an den Konstruktionsmännern, kommt zu mir ans Brett. Herr Kalpen, kommen Sie mal zu mir ins Büro nachher. Was habe ich falsch gemacht? Ich kam auch nicht so richtig voran, das war nicht das Richtige für mich, Brett vom Kopf. Naja, und ich gehe dahin und sagte, ich habe schon gemerkt, das ist nicht das Richtige hier oben für Sie. Ich weiß, wo Sie hingehören. Der kannte halt auch meine Karriere, Motorradfahrer, Rennmonteur und Praktiker. Wir brauchen dringend unten im Wankelmotorenversuch, da brauchen wir dringend einen Mann wie Sie. Sie gehen da runter. Jetzt geht es aber weiter. Da unten waren fast nur Ablehner
des Wankelmotors. Den brauchen wir nicht. Dann gab es also der damalige Abteilungsleiter, dieser Motorenklick im Versuch, der wollte auf keinen Fall noch einen zusätzlichen Mann da unten beschäftigen. Was macht der Wolf Dieter Bensinger? Er schickt mich trotzdem runter, du arbeitest da unten und ich bezahle dich über meine Kontierung weiter von der Konstruktion. Okay. Also so Dinge gab es damals noch, das ist auch heute undenkbar. Ne? Also als gratis Arbeitskraft haben sie sich dann doch genommen. Ja, dann konnte er nichts. Der war auch hierarchisch über dem. Okay, der Bensinger war der absolute Motorenchef. Ne? Motorenchef, ja, ja. Ja. Aber das fand ich schon so, gut, dann muss es ihm wohl wichtig sein. Und das hat mich natürlich auch immer animiert und gestärkt. Ne? An was für Motoren hast du anfänglich gearbeitet? Nur Wankelmotor. Nee, also ganz am Anfang, wo sich der Bensinger da abgerufen hat. Ach so, da habe ich 5-Zylinder und da habe ich Nockenwellen, Saugrohre. Aber normale Hubkolbenmotoren. Hubkolbenmotor. Und du hattest aber vorher mit Wankel nichts zu tun. Nee. Aber hat dich das Prinzip fasziniert? Oder, aber die Wankelabteilung, Wankelkonstruktion war hinter einer Bretterwand auch direkt bei mir. Und da war ich immer schon, oh, was ist das, was macht ihr da und so. Ja. Und ich bin auch permanent vom Brett weggelaufen und war unten im Versuch und habe geguckt, was geht da ab. Und das hatte der Bensinger wohl alles mitgekriegt. Das ist ein ganz toller Mensch, der ist dann zu früh gestorben. Und das ist auch mit ein Grund, warum dann Wankel nicht mehr weitergemacht wird. Ganz sicher. Weil es braucht so Kämpfer für eine Idee. Mhm. Und das war der Bensinger. Ja, und dann bin ich halt im Wankelmotorenversuch gelandet. Wie kamst du zu der Entscheidung zum Wankelmotor? Ich finde immer, Mercedes ist so ein grundsolides Unternehmen, oder das ist so das Image, dass man das ist für mich total der im positiven Sinne Störfaktor, dass die sagen, jetzt bauen wir mal ein ganz neues Motorprinzip, weil das war ja damals noch generell gar nicht. Stellst du diese Frage? Ja, genau, dass sie bei Mercedes gesagt haben, Mensch, wir setzen mal auf Wankel oder wir stecken da, die haben ja viel Energie reingesteckt. Weiß ich viel. Felix Wankel und Wolf-Dieter Bensinger waren schon vorzeitig, früher gute Bekannte. Ah, okay. Und zwar haben die zusammen eine Schiebersteuerung für Hubkolbenmotoren bearbeitet und waren Freunde geworden. Und dann kam halt weltweit der Wankelmotor ins Gespräch. Ford, GM, Japaner, Mazda. Alle haben sich sehr, Curtis Wright als Flugmotor, haben sich sehr für das Prinzip Wankelmotor interessiert, weil es halt auch ein cleveres System ist. Der ist leicht, leistungsstark und Vibrationsarm. Und das sind eben schon mal grundsätzlich große Vorteile für den Einsatzbereich. Ja. Und dann ist halt entschieden worden, wohl auf Antrag von Bensinger, vom Vorstand, wir forschen da mit. Und man hat Lizenzen von Wankel und NSU genommen, denn NSU war ja der Weiterentwickler von Felix Wankel-Prinzip, vom sogenannten Drehkolbenmotor. Mhm. Und NSU hat dann weiterentwickelt, dann hieß das später der Wankelmotor. Ist aber im Prinzip das Gleiche, bloß eben in Richtung Serie entwickelt. Mhm. Der Felix Wankel hatte die Idee und NSU zunächst hat dann, Audi NSU hat dann eben den Roh 80 oder genau. diese Autos gebaut. Den Motor dafür entwickelt, genau. Und dann hat irgendwann Mercedes gesagt, das ist ein interessantes Konzept. Und das hat wahrscheinlich wegen der Vibrationsarmut sehr gut in die Mercedes-Limousinen gepasst, oder? Nein, viel mehr. Es wurde auf jeden Fall jetzt erstmal ein Vorstandsbeschluss. Wir entwickeln am Wankelmotor. Da gab es einen Auftrag. Erstens, weil der Wolf-Dieter Bensinger überzeugt war von dem Prinzip. Und dann wurden auch die Vorteile natürlich durch sein Vorbringen immer klarer. Auch die Fertigung war hoch interessiert. Denn du kannst ja einfach durch Vermehren der Scheibenanzahl kannst du jede Leistungsstufe abdecken. Und Wolf-Dieter Bensinger hat angeboten dem Vorstand, wir bauen nur noch Wankelmotoren. Von 150 bis 400 PS ist alles möglich für jedes Auto. Das ist eine ganz große, sagen wir mal, fertigungstechnische Ersparnis, Einsparung oder Vereinfachung. Und da waren die Fertigungsleute, die ja auch natürlich mitzusagen haben, wie produktiv wird das nachher später, natürlich auch sofort im Boot. Oh, das ist eine tolle Idee. Und deswegen hat man einfach gesagt, ja, den Wankelmotor entwickeln wir. Und dann auch richtig, nicht mal so eben so nebenbei. Und es war ein regelrechter großer Auftrag. Der Wankelmotor ist unser Motor der Zukunft. Wie viele Leute haben dann damals da drin gearbeitet, um das mal so bildlich zu machen? Versuch 40, ich würde mal sagen so 200. Wow, also zunächst. Das ist dann aber schon in Mitte der 60er schon eine Riesenabteilung eigentlich. Ja, oder? Und
da muss man auch dazu sagen, diese eingeschworene Wankeltruppe musste immer kämpfen gegen die konservativen Hubkolbenmotorleute. Davon gehe ich aus. Die haben immer auch gesagt, der ist Blödsinn, ja. Das machen wir nicht. Ja. Wir haben den guten Hubkolbenmotor und wir machen da weiter. Ja. Da wissen wir, was wir haben und da können wir auch abschätzen, was kommt noch auf uns zu. Da kann man Kosten abschätzen. Am Wankel war alles neu. Und das war auch dann ein erstes Gegenargument. Hey, das wird, wer weiß, man kann es nicht kalkulieren. Und da kommen die Rechner ins Spiel. Auf jeden Fall bis 1974, 75 war immer noch geplant, wir bringen den Wankmotor in Serie. Zunächst in den 60er Jahren, 70er Jahren, vor allen Dingen in die Großserie PKW. Zwei Scheiben, drei Scheiben, ja, und später vier Scheibenmotoren. Der 10 und 11 war einfach nur so eine parallele Entwicklung. Aber zunächst wollte man eben wirklich den Motor serienreif für die PKW-Flotte machen. Was waren die Probleme damals, mit denen ihr so konfrontiert wart, im Vergleich zum Hubkolbenmotor, wo man viele Sachen schon gelöst hatte? Die Probleme waren tatsächlich am Anfang mechanischer Art. Die Dichtung, die Abdichtung, die sogenannte Dichtleiste, die Eckendichtleiste an dem dreiförmigen Kolben, die hat Probleme gemacht, die ist stark verschlissen und wurde undicht und die Motoren, die wurden dann reparaturanfällig, also die sind ausgefallen und so weiter. Das gab schon wirklich auch am Anfang Probleme. Dann hat aber bei diesem Hause Daimler-Benz wurde dann ganz intensiv gerade an diesem Thema weiterentwickelt und man hat einen Keramikwerkstoff entwickelt oder entdeckt für diese Dichtleiste und die Probleme waren eigentlich zum Schluss kurz vor Serienanlauf, die es dreimal gab, Serienanläufe, waren die vom Tisch. Okay. Und man kann auch sagen, Daimler-Benz war damals vom technischen Stand her auf dem höchsten Entwicklungsstand. Und der erste Serienanlauf war mit dem W114, das wurde dann verschoben auf W123, weil es mussten dann intensive Karosserieänderungen ja gemacht werden, weil der Wankelmotor einen anderen Mittenwellenabgang hat. Stimmt, der die Kurbelwelle liegt unten, ne? Ja, genau. Und der Wankelabgang ist weiter oben. Ja, ja. Da muss man Tunneländerungen machen und so weiter. Das ist schon sehr gravierende Karosserieänderung. Und die Karosserie, das ist das Werk Sindelfingen, die ändert, die ärgern sich oder schreien für jede Änderung. Kannst du mir vorstellen. Klar. Ja, ja. Das kam später nochmal, als dann Katalysatortechnik aufkam und man einen riesen Mulden brauchte für zusätzliche Schalldämpfer mit Katalysator. Das war ganz extrem unangenehm. Das war auch ein Argument gegen den Wankel, natürlich. Die gab es auch immer wieder. Ja. Und dann kam es zum eigentlich dann letzten Serienanlauf und das war im Jahre 1975. Da wollte man wenigstens jetzt noch 250 SLC mit vier Scheiben Wankelmotor pro Monat an auserlesene Kunden ausliefern, um Erfahrung zu sammeln. Und ja, und da wurden schon Fertigungsstraßen im Werk Stuttgart, Werk 10 hieß das damals, waren schon installiert. Es wurden schon erste fertige Serienmotoren produziert. Das war Ende 75 und dann kam das aus. Tatsächlich, also das war, dann sind die schon so weit, also 10 Jahre haben sie entwickelt. Ja. Und dann haben sie trotzdem noch die dann kam das große aus. Woran lag es? Gab es einen Vorstandswechsel oder? Das kam dann daher, weil weltweit Curtiss-Wright, Ford, GM alle Rückzieher machten, weil Ölkrise kam, der Kraftstoff wurde teuer und der Wankel ist eben im Wirkungsgrad nicht so optimal, nicht der beste. Man kann alle Maßnahmen ergreifen, um den Verbrauch zu senken, aber das kann man am Hubkolben dann auch. Also die Differenz, die ist eigentlich gegeben durch Brennraumform und so weiter, durch das Prinzip Wankelmotor. Das war eigentlich ein so extremer Gegenwind in der Vorstandsebene, dass sie dann halt entschieden haben, gut, wir verfolgen das nicht weiter. Binsinger war pensioniert, ist ein halbes Jahr später gestorben. Also der eigentliche Vater und Promoter, das war weg. Das war ganz entscheidend, denke ich mal. Und ja, dann kam es halt zur Entscheidung, wir verfolgen es zunächst nicht weiter. Es wurde nie richtig der Ausstieg
proklamiert. Und das ist das, was mich auch immer so ärgert, weil da so viele die tollsten Irritationen und Falschmeldungen in der Presse kreisen, mit dem 10 und 11 genauso. Keiner weiß richtig, warum wurde der ja nicht gebaut, vielleicht sogar mit einem anderen Motor, aber warum ist der gestorben? Ja. Warum? Was ist das? Wurde auch nicht erklärt. Da müssen wir jetzt gleich noch drüber reden. Das kommt dann. Das Wort ist ja schon mal gefallen, irgendwie, du hast, ja, das ist für mich bringe ich Mercedes mit dem Wankelmotor immer nur diesen C111 in Verbindung, oder? Ja. Brachte es bis vor kurzem. Ja. Dass der 123er mit Wankelmotor geplant war, zum Beispiel, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das finde ich ja. Ja, das war auch wirklich extrem geheim. Das wussten noch nicht mal die Leute von NSO, Ro 80 und so weiter. Ja, das ist ja der Konkurrent gewesen. Wir haben permanent mit denen entwickelt. Aha. Aber dass wir richtig Konkurrenzunternehmen werden wollten, hätten können, das war nie bekannt so in der Form. Wir haben halt technisch mitentwickelt. Ja. Nun zwar, da war ein extremer Austausch auf der Versuchs- und Entwicklungsebene. Das war auch vertraglich vereinbart als Lizenznehmer, auch mit Mazda waren wir permanent im Kontakt und im Austausch. Aber dass Mercedes wirklich in Serie wollte, das ist nie so richtig bekannt geworden. Wollten die dann komplett auf Wankel setzen? Weil du jetzt gerade sagtest, die Karosserieveränderungen wären so gravierend gewesen. Dann wäre es ja fast gar nicht möglich gewesen, einen 123er parallel mit Hubkolben und Wankelmotor zu bauen. Oder? Das ist gut, dass du das anschneidest. Ja, als wäre ich vorbereitet. Wollten die, wie ist die Frage, wollten die... Ja, wollten die das parallel bauen oder komplett auf Wankel setzen? Da muss man bei dem Wort die nachhaken. Der Benzinger wollte das, ja. Aber... In der Firma war das nicht klar, will man das komplett oder will man, wie Mazda, eventuell einen Wagen mit beiden Motoren anbieten. Hm. Kann der Kunde wählen. Das wurde auch erwogen, aber wurde dann abgeschmettert. Also kam nicht zum Einsatz, weil das im sicher nicht kostendeckend gewesen wäre. Mazda hat es aber so gemacht. Und das war ein großer, geschickter Schachzug von Mazda, von den Japanern. Die Japaner haben halt diesen Durchhalte-Mentalität. Ich glaube, die wollen sich einfach Rückschläge nicht eingestehen. Ja, ja, das ist ein ganz anderes. Ich habe die auch kennengelernt später noch in der Entwicklung an den Hubkolbenmotoren, wo sie dann eben Teile lieferten mit Lenkheldpumpe, Saginapumpe, Sekundärluftpumpe und diese Dinge waren meistens japanische Produkte. Und da habe ich die Japaner kennengelernt. Die haben eine ganz andere Mentalität. Die wollen was, die fangen was an und dann wird es auch gemacht. Mhm. Die bis nach Le Mans mit dem erste Le Mans-Sieg übrigens. Ich glaube, bisher der einzige mit dem Wankelsieg. Ne? Ja. Erster japanischer Le Mans-Sieg. Ja, das war auch. Ja. Der Uhlenhaut wollte ursprünglich auch Le Mans fahren mit dem 1011, ganz am Anfang. Mhm. Aber da war Porsche mit dem 917 schneller. Ja, und das war. Die haben den 917 sehr schnell homologiert mit 25 Stück dahingestellt. Und als das dann bei uns bekannt wurde, da können wir nicht gegen anstinken. Der 917 war deutlich leichter als die geplante Kunststoffkarosse vom 1011 und die Motorleistung, obwohl wir 6-Scheiben-Wankelmotor mit an die 700 PS im Köcher hatten, da konnten wir nicht konkurrieren. Den Wagen dann wurde umgeschaltet. Bitte? Den Wagen hätte ich ja gerne mal gehört. Ja. 6-Scheiben-Wankel, Mensch. Eine richtige Kreissäge. Und der wurde dann eben, da wurde der 1011 umgeswitcht auf GT, auf Gran Turismo für Kunden, also als Kundenfahrzeug. Naja. Wie bist du, auch der Name ist gerade gefallen, Rudolf Uhlenhaut. Ja. Den hast du noch miterlebt, oder? Nicht lange, aber habe ich schon. Das ist der Vater vom 300 SL. Vom 300 SL, ja, genau. 98. Ja. Und Mensch, das ist doch der große Konstrukteur gewesen. Absolut. Oder? Ja, Konstrukteur und eben Praktiker. Und Praktiker. Der war ja Rennfahrer auch. Ja, ja. Der Uhlenhaut hat die schnellsten Runden gefahren auf Nürburgring und überall. Der konnte keiner was vormachen. Der konnte auch den Vergaser einstellen von den damaligen Rennautos und so. Das war eine gute Mischung aus Idee, aus Visionär und aus Techniker und Praktiker. Und wie war der so vom Umgang her? Ein ganz, ganz lieber Mensch. Also schwer zu definieren. Immer freundlich. Und nie irgendwie hinterlistig. Und wenn was falsch war, dann hat das auch angezeigt. Und klar, aber es war ein Menschenkenner. Der wusste, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern umgehen und was ist sinnvoll. Und beim C111 hat er gesagt, da hast du so ein tolles Zitat, irgendwie, sag du es. Ja, ja? Meine Ingenieure sollen ihren Qualitäten und ihren Ideen mal richtig freien Lauf geben und auch fahrerisch sich mal so richtig austoben. Das ist sogar O-Ton. Okay, ja. Okay. Ja.
Aber Uhlenhaut hat ja im Grunde nur diesen Auftrag bekommen. Der 300 SL war 15 Jahre in Produktion und es sollte ein würdiger Nachfolger entwickelt werden. Und dann hieß also der Auftrag mal etwas Revolutionäres, wirklich Neues, Sportliches auf den Markt zu bringen, was zu entwickeln. Ja. Und daraus entstand dann halt das Konzept 1011, Wankelmotor. Uhlenhaut war ein Fan von dem Wankelmotor. Mhm. Ah, dieses kleine, leichte, leistungsstarke Ding, das passt mir gut als Mittelmotor in mein Konzept. Also diesen Sportwagen baue ich um den kleinen, leichten, leistungsstarken Wankelmotor als Mittelmotor und mit völlig neuen Fahrzeug-, Fahrwerkkomponenten und SL-Flügeltüren war natürlich obligatorisch eingeplant. Und so ist das eigentlich. Und diesen Auftrag hat er halt sehr gerne aufgenommen und begeistert da reingestiegen. Ja. Mhm. Wann bist du das erste Mal mit dem Auftrag konfrontiert worden? 1969. Ja. Also da war das. Wann ist der Entschluss ist gefasst worden? Du bist 65 in die Firma eingestiegen. Ja. Also nach 4 Jahre später. Und, was war da schon fertig? Das hat, glaube ich, Bruno Sacco hat den designt, oder? Hat den designt mit seiner Truppe. Ja, er wird immer ein bisschen sehr hochgehängt als alleiniger Designer des Autos. Aber der hatte eine tolle Truppe um sich herum. Und ja. Das war ja 69. Da kam der ja dann im September 69 auf die IAA. Mit dem Typ 1, der C111. Das war ein Presseaufschrei. Das war ein Presseaufschrei, das Mercedes selten danach erlebt hat. Ne? Mhm. Aber ich meine, der Weg dahin bis zur IAA, das ist ja eigentlich das Interessante. Bist du den Motor vorher mal in anderen Prototypen gefahren? Oder wie habt ihr die Motoren getestet? Habt ihr das in irgendwelche anderen Personenwagen eingebaut oder Limousinen? Die ersten Ideen dieses neuen Konzeptes wurden verwirklicht im sogenannten Testhobel. Das waren einfache Fahrwerke, Blechfahrwerke mit Hinterachse, Vorderachse und Lenkung und so weiter, aber mit den Wankelmotoren. Das waren die ersten Erprobungsträger, mit denen man dann halt in Stuttgart auf der Einfahrbahn eben auch Tests gefahren hat. Die Motoren haben wir natürlich auf dem Prüfstand entwickelt und dann kamen die da rein und dann wurden eben Fahrzeugserprobungen gemacht. Und der erste wirklich C111 ähnliche C111, der wurde dann auch in Hockenheim bei den sogenannten Dienstagstest erprobt und weiterentwickelt. Ja. Okay. Und da war ich halt auch dabei. Da warst du dabei? Ja, klar. Und wie war das eigentlich, als ihr den Wackelmotor das erste Mal auf dem Prüfstand so angelassen habt? War das gleich so ein inspirierendes Aha-Erlebnis, dass ihr gesagt habt, boah, der hat ja viel mehr Leistung, als wir gedacht hätten? Oder habt ihr gesagt, das ist noch ein bisschen Arbeit vor uns? Ja, wir haben ja nicht gleich mit Vierscheibenmotoren angefangen, sondern solche Entwicklungen, die beginnen mit Aggregaten, zum Beispiel Einscheiben oder Einzylinder, wie man beim Hubkolbenmotor sagt, Aggregaten. Und da war man überhaupt nicht zufrieden im Anfang mit Leistung, mit Ölverbrauch und mit allen Dingen. Da klappte gar nichts. Dann wurde das eben sukzessiv weiterentwickelt. Der Benzinger, und das ist auch wieder etwas typisch für diesen Chefkonstrukteur, der war mindestens immer einmal in der Woche unten in der Werkstatt. Unten ist bei uns die Versuchswerkstatt und sein Adlerhorst, aber sein Büro ist eben im Hochhaus. Und deswegen heißt das immer unten und oben. Okay. Hat er sich direkt vor Ort angeschaut, wo sind da die Rattermarken, was passiert da, was funktioniert da noch nicht. Der war also wirklich auch hautnah immer am Objekt und dann wurde eben nach Abhilfe gesucht. Dann mussten seine Konstrukteure ran, konstruiert da mal was Neues, eine andere Beschichtung oder eine andere Anpresskraft und so weiter. Und dann wurde wieder erprobt und dann wurde der Motor eben ganz langsam weiterentwickelt. Und als man dann, jetzt haben wir aber eine schöne Leistung und alles mögliche ist gut, wir bauen jetzt mal 2 Scheiben, 3 Scheiben. Und so muss man das sich sukzessive weiterentwickeln, bis dann der erste Motor überhaupt, bis es sinnvoll war, den ersten Motor überhaupt in ein Fahrzeug einzubauen. Okay, ja. Und da kam halt jedes Fahrzeug in Frage. Zum Beispiel der W108. Das ist die S-Klasse. Der hatte einen 3-Scheiben-Motor. Der Benzinger privat fuhr einen W108 mit 3-Scheiben-Wankelmotor. Damit fuhr er rum? Damit fuhr er rum. Ja. Und nachher zum Schluss hat er dann einen W114, zum 80E hießen die, getarnt. Da stand nur 280E hinten drauf mit 2-Scheiben-Wankelmotor. Aber der hatte schon 185 PS. Als ähnlich wie der 280er eigentlich. Ja, klar. Direkt. Also parallel. Okay, genau, okay. Das war ja auch noch wichtig. Diese 2-Scheiben-Motoren, Wankelmotoren-Entwicklung, die lief parallel mit dem damaligen neuen 6-Zylinder.
Mhm. M110. Mhm. Und der hat das Rennen dann gewonnen. Der M110 war im Grunde eine Weiterentwicklung auf dem alten Sechszylinder, aber mit neuem Zylinderkopf. Mhm. Mit vier Ventilen und einer speziellen Nockenwellenbetätigung. Also ein sehr, sehr moderner, nee, der wurde einfach modernisiert, der alte Sechszylinder. Und der war dann auch herstellungstechnisch recht gut kalkulierbar und das wurde dann der Motor der Zukunft. Bist du denn die S-Klasse von dem Benzinger auch mal gefahren? Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Ich war im Grunde Benzingers, wie soll man mal sagen, Privatbetreuer oder der hat mich behandelt wie ein Kind. Okay. Ganz goldig, okay. Ja. Ich habe ihm auch später noch mal eine ganz richtige Freude gemacht. Da war er in Pension. Also, der Benzinger war nie so bei Fahrversuchen, das war nicht sein Ding. Das hat ihn nicht so interessiert. Er war nur fixiert, der Wankelmotor muss kommen. Okay. Wie komme ich dahin? Okay. Hat also auch einen 10 oder 11 nie gefahren, geschweige denn mitgefahren. Hat auch nur gehört, da waren wieder Fahrversuche oder war Presse und so. Hat alles gut geklappt, aber er war nie so der Mann des Fahrzeugs. Natürlich hat ihn das auch interessiert, aber er hat andere Prioritäten gesetzt. Jetzt ging er in Pension, schon leicht erkrankt. Und dann hat mich sein Schwiegersohn, der Rolf Winter, angesprochen, der auch bei uns in der Wankelabteilung tätig war. Hey, Wolfgang, du könntest meinem Schwiegervater mal eine ganz große Freude machen, wenn du ihn mal zu einer C111-Fahrt einladen würdest. Ich zum Dr. Liebold, hier so und so, ich brauche das Auto mal. Und bin tatsächlich mit dem C111, mit dem neuesten C111 Typ 2, nach Riedenberg in Stuttgart gefahren und habe den Wolf-Dieter Benzinger zu einer Spazierfahrt über die Schwäbische Alb eingeladen. Du konntest dir einen C111 so holen zum Rumfahren? Offensichtlich. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht viel, natürlich. Das ist ja unglaublich. Aber das hängt auch wieder damit zusammen, dass ich mit Liebold und seinem Meister, also mit dieser Werkstatt, wo dieser C111 produziert und gebaut wurde, ein ganz inniges Verhältnis habe. Die haben gesagt, klar, mach, hier kriegst du einen roten Zettel, das ist der Torpass, und dann mach, was du fortkommst. Also es war so halboffiziell alles nur. Aber das war schon nach der Präsentation und da war das einfach ein ungetarntes Auto und das muss doch wie ein UFO gewirkt haben, wenn man damit rumgefahren ist, oder? Ich meine, damals gab es noch keine Handys, da haben die Leute sich nicht an der Ampel vor dem Auto versammelt und Fotos gemacht. Aber ja, das stimmt schon. Ja. Das muss ja irre gewesen sein. Ja. War auch so und ist heute noch so. Heute fährt dieser mit dem V8 ja auch noch durch die Gegend und da ist immer was los, wo das Auto auftaucht. Da gehe ich aus. Ja. Würde mich mit dahin stellen. Ja. Und der war damals schon orange gestrichen? Alle und nur noch orange. Am Anfang waren die, glaube ich, weiß. Ersten waren weiß, so ein Perlweiß, so ein Metallicweiß, Und dann wurde da gab es richtige Sitzungen in Sindelfingen, über Farbdiskussionen und so weiter. Ah, das muss ein leuchtende Sicherheitsfarbe werden. Und dann ist das sogenannte Weißherbst entstanden. Ja, jedenfalls beim Benzinger weiter. Und da bin ich mit ihm wirklich da schön durch die Gegend kutschiert und so weiter. Und das definiert aber auch wieder, was für ein Mensch der war. Der hat sich kindlich gefreut, dieses noch erleben zu dürfen und ist mir schier um den Hals gefallen. Und es war ein richtig auch für mich tolles Erlebnis, diesem Mann noch was zu geben, denn er hat mir ja auch viel gegeben, dass ich diesen tollen Job hatte. Da war er zum größten Teil schuldig dran, ne? Oder ja, hat Wahnsinn. Das. Und hat er sich bestätigt gefühlt? Also ich meine, das war ja damals dann Vierscheibenwankel. Ja, klar. Mit richtig Rums. Ne? Also was hatte der 300 irgendwas PS? Die hatten damals so 365 bis 380 PS. Das ist ja der Stärkste hat 400. Ne? Damit haben wir auch die 308-Marke gestanzt. Die 308 km/h. 308 km/h, ja. In Nardo, glaube ich, oder? Mhm. Und wie fuhr der sich? Das kam darauf an, welche Reifen der drauf hatte. Der gab es mit Straßenreifen und mit Racingreifen. Und mit Racingreifen war der sehr schwer zu fahren, weil die waren so breit und laufen jeder Rille nach und so weiter. Das war schon was für Fachmann und das bin ich ja nicht. Aber mit normalen Reifen fuhrst du den wie jeden Porsche auch. Ja. Es war ja sollte ein Kundenfahrzeug werden. Ja, klar, der sollte klar. Absolut von jedem beherrschbar sein. Das klingt so hochtrabend. Der C111 sollte ein Konkurrenzfahrzeug werden für Lamborghini, Ferrari, Maserati, für diese Gruppierung. So war der gedacht. Supersportwagen eigentlich. Ja, klar. Ja. Und er hat diese Prototypen haben diese Konkurrenten in allen Disziplinen eigentlich übertroffen. Die waren eigentlich überall besser. Allein er kam nicht.
Das stimmt leider. Jetzt hat der Wagen ja noch mehr Besonderheiten. Also es ist jetzt nicht nur der Motor, das als Wankelmotor mal geplant war, ja, sondern auch, dass er zum Beispiel eine Kunststoffkarosserie hat. Ne? Ja, eine Verbundskarosserie war das. Der Fahrzeugkörper war aus Stahl und dann verklebt mit Kunststoff. GFK war das damals. Und das war auch mit ein Auftrag für diesem Fahrzeug, dieses Neuland zu erproben. Mhm. Kann ich Fahrzeuge aus Kunststoff bauen? Das war auch mit ein Auftrag. Und die letzten Wagen Nummer 36 und 37 dann, die waren rein Kunststoff. Der ganze Bodengruppe, alles war Kunststoff. Okay. Sahen gleich aus, ähnlich, ja, hatten leichte Modifikationen. Aber das hat diesen Auftrag nochmal, nachdem schon aus war mit Wankel und so, hat man diese Autos noch weiter gebaut und dann noch Erfahrung zu sammeln. Nummer 36, das heißt, es gab mal 36 von diesen Autos, Prototypen? Die wurden so nummeriert. Ach so, okay. Es gab im Ganzen 14 bis 16, das weiß man nicht mehr so genau. Aber es wurden welche verschrottet, dann trotzdem lief die Nummerierung weiter. Und das ist ein bisschen unklar in der Nomenklatur. Es gibt heute noch 5 Stück im Museum, einer auf der Straße mit dem V8. Aber gebaut wurden wirklich so 16 Stück. Teilweise gecrasht, durch Unfall ausgefallen. Hm. Aber naja. Du hast den Geliehenen immer heil zurückgebracht. Ja. Da war ich auch richtig, muss ich sagen, nervös. Wenn ich mit so einem Auto unterwegs war, dann war ich immer heilefroh, wenn ich das Werkstor hinter mir hatte und das Auto war wieder zu Hause. Ja, das glaube ich. Du, wie ist denn der... Ja, gelaufen mit dem Wankelmotor, so von der Gasannahme, vom ganzen Sound her, vom ganzen Feeling her, war das... Der Wankelmotor in der Version, wie wir sie da hatten, das war ein reiner Sportmotor. Mhm. Drehzahlwillig und drehzahlfreudig und in der Beschleunigung halt auch rein von der Leistung her fantastisch. Er fühlt sich halt turbinenartig und das war halt... Und ich finde auch einen Hubkolbenmotor gut und schön. Mhm. Aber der Wankelmotor hat halt einen ganz extremen Sportmotorcharakter da gezeigt. Was hat er an Drehzahlen gehabt? Ja, der drehte bis 7.000, 8.000 Umdrehungen. Das war schon damals Wahnsinn. Ja, aber das ist auch relativ. Man kann das nicht vergleichen. Der Hubkolben hat halt seine Begrenzungen durch seine hin- und hergehenden Massen. Da geht es irgendwo Beschleunigungsgrenzen der Teile. Das geht halt nicht, bis man weiter... Und der Wankel dreht sich ja eben nur, der Wankelmotor. Da ist die Drehzahl eigentlich nicht so ein Endpunkt. Der Mazda, der drehte 9.000. Also Drehzahl ist für den Wankelmotor eigentlich... kein beengendes Kriterium. Beim Hubkolbenmotor sind es halt die Ventile, die abheben, die Nockenwelle hat Beschleunigungskräfte, die irgendwann überschritten werden. Und ja. Wenn man einen neuen Motor entwickelt, was ist das Kriterium, was so vorgegeben wird, dass da mit Mercedes-Stempel drauf kann? Also wenn man das jetzt mal mit BMW vergleicht oder so ein bisschen von der Konkurrenz absetzt. Also. Das auch kann man sehr einfach beantworten, Komfort. Komfort. Fahrkomfort. Sind immer langhubigere Motoren, glaube ich, als BMW? Weil die eben drehmomentmäßig besser sind, von unten raus drehmomentstärker sind, laufruhiger eventuell. So ein ganz kurziger Motor, der hat auch nur so einen ganz kurzen Kolben, der kleppert eher mal durch die Gegend. Früher, heute ist das alles beherrscht. Ja. Aber das war, auf das ganze Fahrzeug ist der Daimler-Stempel Komfort vorrangig. Und das war auch was die Amerikaner so begeisterte. Der war eben so leise und so unhörbar. Die schwärmten ja von dem Mercedes als Komfort-Sonderklasse. Ja. Der Wankel hat alles verbunden, ne? Komfort und Sport eigentlich. Ja, ne? Der Wankelmotor hatte allerdings noch einen Nachteil. Und zwar hat der so zweitaktähnlich aus niedrigen Drehzahlen wenig Drehmoment. Mhm. Der braucht Drehzahl. Mhm, okay. Und das spricht dem eigentlich so ein bisschen entgegen, dem Komfortcharakter von einem dicken Hubkolbenmotor. Mhm. Aber das hat der Wandler im Grunde das Automatikgetriebe eigentlich ausgleichen können. Ja, okay. Aber dann kommt noch eine Erfindung, auf die ich ein Patent habe. Wir haben dem Wankelmotor seine Drehzahlschwäche untenrum abgewöhnt. Wir haben das sogenannte Stufensaugrohr entwickelt. Der Stufensaugrohr verbindet zwei verschiedene Saugrohrlängen miteinander. Das heißt, wenn ich einen Motor mit einem kurzen, offenen Saugrohr ausrüste, der hat Power oben raus. Aber er ist untenrum schlapp. Aber ein langes Ansaugrohr,
Das baut Drehmoment unten auf, reduziert aber die maximale Leistung, weil das drosselt. Dieses System ist heute Serie. Heute haben wir sogenannte Klapp-Auspuffe und Klapp-Sauganlagen. Die verbinden das. Aber am Wankelmotor haben wir eine sehr vereinfachte Lösung da gehabt und das war Furore. Auf einmal gab es einen Wankelmotor, den konntest du im fünften Gang anfahren. Und das war für mich auch der Einstieg beim Dr. Liebold, der Projektleiter vom 1011, dass ich 1011 fahren durfte. Wir haben ihm diesen Motor dann angeboten. Er macht Versuchsfahrt auf der Einfahrbahn unten, kommt zurück. Kalpen, das müssen Sie mal selber fahren. Das ist einmalig. Das ist fantastisch. Okay. Ich mich ins Auto, erste Runde gedreht. Ab da hatte ich Fahrlizenz für 1011. Ah, okay. Also da war der Vorstand und der hat dann gesagt, so, das ist so gut, jetzt musst du mal fahren. Und in dem Moment gibt es keine Widerrede von den anderen. Das ist super. Und man musste extra einen Führerschein machen für die Autos, also oder eine Fahrlizenz. Nein, vor ihm. Okay. Vom okay. Projektleiter Dr. Liebold. Ja, Wahnsinn. Nee, das war tatsächlich so eine große Wendung mit diesem Saugrohr. Wäre der Wankel eigentlich in Verbindung? Heute wird ja alles mit Turboladern appliziert. Wäre das eine Lösung, würdest du sagen? Klares Ja, hat Mazda gemacht. Mazda hat meinen Stufensaugrohr kopiert oder weiterverwendet und hat Turbolader nachgeschaltet. Okay. Die haben das. Die hatten ja auch richtig Leistung in dem Mazda RX-8 zum Schluss. Die haben also Schaltsaugrohr und Turbolader, Turboaufladung an ihren Wankelmotor angebaut, entwickelt. Und auch dann war das die Serie vom letzten RX-8. Okay. Toller Motor. Dieser Stufensaugrohr, Vierscheibenmotor mit einer modernen neuen Carjet-Dronik, Benzineinspritzung und Automatikgetriebe. Das war das Aggregat für den RC-107, Jahrgang 1974-75, geplant. Okay. Aber der C111, der hatte keinen Automat, der war nicht mit Automat. Der war nur Handschalter. Wir haben auch Autos mit Automat gebaut, auch mit Klimaanlage, das gab es alles. Aber grundsätzlich war der Handschalter, klar. Und ihr habt mal irgendwann ein viertes Pedal einbauen müssen, oder? Das ist eine schöne Geschichte auch aus der Uhlenhaut-Zeit. Uhlenhaut hat moniert, dass ich das, ich weiß nicht, ob es ein G-Truck Schaltgetriebe so zäh schaltet, dass man Zwischengas geben muss. Ah, okay. Und also während des Bremsens noch Gas geben. Mhm. Da hat er sich ein zweites Gaspedal neben das Hauptgaspedal positioniert und er konnte mit der Spitze bremsen und mit der Hacke Zwischengas geben. Aber so ein Mini-Gaspedal noch. Ein Mini-Gaspedal neben dem eigentlichen. Okay. Und dann war er zufrieden. Bis er und dann war er zufrieden, ging. Ja. Aber stimmt, bei Rennwagen sind die Pedale ja enger zusammen, da kann man das leichter machen. Richtig. Ne? Und das hat er hier moniert. Es wurde nachher auch nicht mehr nötig, weil die Getriebe wurden auch weiterentwickelt. Die schalten sich butterweich wie heute jedes Seriengetriebe. Aber in diesen Hockenheim-Testfahrten, das ist über Nacht entstanden. Okay, hat er da ein kleines Pedal dran gebaut. Und dann haben die Schaltknüppel immer noch teilweise so einen Knopf. Das habe ich mal gesehen. Ja, das war, um die Rückwärtsgangssperre zu betätigen. Ach so, das war dann okay. Weil das Getriebe ganz hinten, also als letztes angeordnet war im Fahrzeug. Wäre ein Gestängesystem da kompliziert, da hat man einen Magnetschalter einfach ans Getriebe angeordnet, was den Rückwärtsgang dann eben gesperrt oder freigegeben hat. Ja, okay, und das, die Betätigung war dieser Knopf. Zum Knopf drauf. Ah, okay. Der ist sprichwörtlich. Also den haben alle 1011. Mal ist er rot, mal ist er schwarz. Mal sieht man ihn auch nicht. Dann ist er genau in dieser Golfkugel des Schaltknopfs integriert. Man steht da ein bisschen raus. Aber das war auch so eine Spezialität vom 1011-Getriebe-Schaltung. Ja, ja. So, und jetzt zum Ende vom 1011. Das eigentliche Ende ist eben wirklich entstanden oder kam dann, also eigentlich aus, kam dann durch die Crashtests. Die Sicherheitscrashtests, die in den USA jetzt aufkamen. Mhm. Es wurden Autos gecrashed und mussten eben bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Und das konnte die Kunststoffkarosse in der jetzt vorliegenden Form nicht. Die seitlichen Tanks, die wurden eingeschlagen und wurden undicht. Und der Körper des 1011 war nicht stabil genug in der Form für diese Crashtests. Oh, erstaunlich, oder? Dass sowas von Mercedes kam. Ja, wir haben zunächst immer vor allen Dingen Frontal-Crashs gemacht. Aha. Heck und das hat wohl funktioniert. Und jetzt hat man eben entdeckt, der Aufwand wäre noch zu groß, wäre noch sehr groß gewesen, eine Weiterentwicklung in Richtung Crash-Sicherheit zu machen. Das war eben mit
einer der Hauptgründe, man hat gesagt, wir verfolgen das nicht weiter. Aber es war ja ein riesen Aufschrei und da haben ja Leute Blankoschecks, glaube ich, bei der IAA schon hergegeben, die unbedingt das Auto haben wollten. Vor allem die Amerikaner, die warteten drauf. Die wussten eben, es gibt einen tollen Nachfolger von unserem 300 SL. Mhm. Der 300 SL ist ja auf Initiative der Amerikaner überhaupt entstanden. Ein freier Mercedes-Importeur in Amerika hatte gute Verbindungen, Kontakt mit dem Uhlenhaut, als er die Rennen fuhr mit dem 300er Rennwagen. Mhm. W189, glaube ich, hieß der. Und dann hat dieser Hoffmann, dieser Amerikaner, zum Uhlenhaut gesagt, das müsste man doch eigentlich auch auf die Straße bringen, als Straßenfahrzeug. Und daraus ist dann der 300 SL mit den Flügeltüren entstanden. Und das war der gleiche Max Hoffmann, glaube ich, der auch bei Porsche der Importeur war. Ja, der war ein freier Importeur. Es war keine Mercedes-Niederlassung. Und so ist die 300 SL entstanden. Deswegen ist die Affinität nach Amerika für diese SL-Autos, für diese Flügeltürautos so groß. Und deswegen haben die auch so deutlich gewartet auf den 1011. Und daher kamen die Hauptblankoschecks. Aber dass das nicht trotzdem sich gelohnt hätte, den Wagen oder auf einer anderen Basis weiterzuentwickeln oder zu bauen, ne? Auf Metall und dann vielleicht eben nicht aus Kunststoff. Was für ein Jammer eigentlich. Ne? In diese Feinheiten bin ich natürlich nicht so involviert, aber ich weiß, dass es zu keiner Zeit, zumindest solange Uhlenhaut das Sagen hatte und auch später, angedacht war, den 1011 mit einem anderen Motor anzubieten oder zu bauen. Der Uhlenhaut, da gibt es auch wirklich einen Vorstandsbeschluss von Uhlenhaut, der 1011 wird um und mit dem Wankelmotor konstruiert und geplant. Das heißt mit anderen Worten, ein anderer Motor passt da gar nicht rein. Und so war es auch. Wir haben natürlich auch Versuche gemacht mit 8-Zylindern. Manchmal, weil er lieber sauer war, ist wieder kein Wankelmotor zur Verfügung. Wir müssen aber das Fahrzeug erproben, dann bauen wir halt einen 8-Zylinder ein. Aber der war dann auch nicht sehr lange montiert, weil er hat gesagt, diese Rübenmühle, die zerreißt mir mein Auto. Und es gab tatsächlich Risse in der Karosse von diesem schlecht aufgehängten V8-Motor. Ach so, weil der nicht gut genug ausgeglichen war. Ja. Okay, der auch einer rauer war. Ne? Ja, okay, der Wankelmotor hat ja diese Erschütterung nicht von sich gegeben. Man kann natürlich einen 8-Zylinder dann richtig dämpfen mit speziellen Motorlagern, was man auch heute gemacht hat. Geht dann. Aber ich weiß noch, der Liebold war nicht glücklich mit dem V8 im 1011, das passt nicht. Und es war auch tatsächlich nie angedacht oder nie geplant. Später wurde ja aber dann im 1011 wurden doch auch Versuche mit Dieselmotoren gemacht. Ne? Das ist jetzt die Nachgeschichte vom 1011. Okay. Es wurden dann, nachdem das Wankel aus mit dem 1011 beschlossene Sache war, kam der Dieselmotor ja immer mehr ins Gespräch. Wir bauen den Dieselmotor, wir verbessern den Dieselmotor und bauen ihn in unsere PKWs. Und vor allen Dingen, wir wollen ihn auch in der S-Klasse bringen, aus Verbrauchsgründen. Von USA kamen immer mehr diese Auflagen, Flottenverbrauch, Verbrauchssenkung. Du musst günstiger Verbrauchsautos anbieten, sonst gibt es Strafe. Es gab halt diese Auflagen, Verbrauchssenkung. Und da war der Dieselmotor natürlich von Haus aus günstiger. Also man wollte und hat den Dieselmotor salonfähig gemacht für die S-Klasse. Und um das nochmal zu beweisen, hat man diese Rekordfahrten in Nardo geplant. Man hat also noch vorhandene gute Fahrgestelle, 10 und 11 Fahrgestelle, mit dem Dieselmotor ausgerüstet, mit dem damaligen 5-Zylinder. Mhm. Und hat dann eben diese Rekordfahrten veranstaltet, um publikumswirksam aufzutreten. Der Dieselmotor ist ein toller Motor, der kann das, so und so. Das war aber alles in Richtung USA-Geschäft und ja, um den Dieselmotor salonfähig zu machen als PKW-Antriebsmotor. Verstehe. Warst du noch da in dem Projekt dran? Da war ich nicht mehr dabei. Tatsächlich motorgebunden? Nein. Okay. Ich weiß nur von Kollegen noch und da war ich dann auch schon wieder abgezogen zu den zur nächsten Motorengeneration V8. Ja, da kommen wir S-Klasse. Auch noch drauf. Ja. Da blutet einem noch das Herz, oder? Wenn man so tolle Motoren entwickelt und dann wird dann Diesel reingestrickt. Durch heute noch. Der Treckermotor. Aber ich sehe es ein, dass das auch zur T111-Historie gehört. Ja. Deswegen kommt es auch in unser Buch. Mein Urbuch hat mit einem lapidaren Satz aufgehört. Es wurde dann nach dieser Wankelzeit wurden noch weitere Versuche gemacht mit lauffähigen Fahrgestellen,
aber nicht mehr mit Wankeln. Und dann habe ich halt, war Stopp. Und jetzt mein Mitautor, der sagt halt, das gehört schon, und da hat er auch recht, gehört unbedingt auch dazu. Man hat auch noch nachher richtige Rekordfahrten mit V8-Motoren auch noch angeschlossen. Mit dieser komplett Flugzeugkarosserie. Mit der komplett aerodynamisch veränderten Karosserie. Der hatte nichts mehr eigentlich mit dem 10 oder 11 zu tun. Aber das war doch, das war schon in den 80ern, oder? Ja, ja, das war doch schon. Der Dieselrekord war 78 und die anderen immer später. Und ich glaube, dieser Geschwindigkeitsrekord, das war 80, 81 schon. Also, sieht das Auto schon wirklich aus wie ein Flugzeug eigentlich. Ja, ja. Mit Rädern, ne? Klar. So der war auch überhaupt nicht mehr straßentauglich. Das war ein reines Rundstreckenrekordfahrzeug. Okay. Noch was zum 1011. Ja. Was war der Grund für dieses Auto? An dem 1011 wurde auch die sogenannte Raumlenker-Hinterachse entwickelt. Mhm. Die ersten Prototypen, dieser sogenannte Testhobel, der hatte einfach Fahrwerkskomponenten von der Limousine angeschraubt und übernommen. Und da hat man sehr schnell gemerkt, dass das für diese Anforderungen nicht ausreicht. Wenn ich breite Reifen montiere, dann stimmt die Geometrie nicht und das passt nicht zusammen. Und dann hat man eben die sogenannte Raumlenkerachse entwickelt, also eine sehr exakt geführte, radgeführte Federung für sturzkonstante Radführung. Das heißt, der breite Reifen ist immer gerade auf der Fläche. Der kippt nicht beim Einfedern so irgendwie weg wie eine Pendelachse vom VW oder so. Ja, ja. Und diese Achse wurde dann erstmalig in Serie im neuen 201, im 990er, der dann kam, wurde diese Achse eben verwendet, kam zum Einsatz und war vergangen. Heute ist es fast Serie in allen Fahrzeugen. Ah, okay, da wurde es entwickelt. So gab es immer noch ganz viele Komponenten, die aus dem 1011-Projekt in die Serie geflossen sind. ABS ist das Gleiche, wurde auch dort mit Bosch zusammen und Teldex zunächst wurde ABS entwickelt am 1011. Okay. Und später ging es dann in Serie. Und das war doch wohl auch eine große Pionierleistung, die sich Daimler auf die Fahne schreiben kann. Ja, natürlich. Naja, der 1011, der war, und das ist auch, was ich dann definieren möchte, der war nicht sinnlos. Da wurde schon viel Geld ausgegeben. Aber es hat auch unbedingt sinnvolle Ergebnisse eingebracht. Ne? Also ich glaube nicht, dass man den Wagen rechtfertigen muss, wenn es nur, die PR ist. Aber so ist die Presse. Da steht doch der große Flop, war jetzt ganz glücklich wieder. Echt? Ja. C111. Ja, Mercedes 411 oder Wankelmut, der große Flop im Hause Daimler. Und da habe ich mir sofort drauf geantwortet. Ja, ich finde, Flop ist immer irgendwas, was bis zum Ende durchgedrückt wird und dann keiner haben will. Ja. Und nach dem Wankel aus. Das Aus kam durch die Ölkrise und Vorstandswechsel oder den Tod vom damaligen Verantwortlichen. Wir verfolgen das Prinzip Wankelmotor nicht weiter. Und dann wurden halt die Mitarbeiter verteilt. Und da hat es sich aber gut getroffen. Dann bin ich gerade bei dem Abteilungsleiter, der mich ursprünglich nicht haben wollte, geblieben und in seinen Bereich V8-Motoren eingesetzt, weil damals der Aufwand der Entwicklung V8-Motoren deutlich zunahm, weil die Abgasgesetze dauernd verschärften, gerade für USA und Los Angeles. Das heißt, die Katalysatortechnik kam auf und da mussten halt viele, was soll man sagen, Komponenten und Entwicklungen am Motor vorgenommen werden. Und der Aufwand war größer, solche Motoren zu entwickeln und dann natürlich auch zu produzieren. Und da wurden halt Leute gebraucht und da wurde ich dann eingesetzt. So, und V8-Motoren, also war das für dich hart, die Umgewöhnung, auf einmal diese Rappelkisten wieder zu machen? Die kannte ich ja sowieso auch. Ich habe diese Autos auch gefahren an Wochenenden, wenn ich Werkswagen mit nach Hause genommen habe. Ich kannte diese Autos schon und auch meine Kollegen. Wir waren ja eigentlich da verbunden und ein Team. Aber ich wurde immer belächelt als der Mann aus der Wankelphalanx. Tatsächlich? Hast du dir manchmal noch hinterher getraut, den Wankelmotor, wenn du am V8 entwickelt hast? Also, da war eigentlich keine Zeit zu. Okay. Also, es war arbeitsintensiv und auch eine tolle Beschäftigung, da mitmachen zu können. Warum? Was war damals so in deiner Zeit der größte Sprung? Oder kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du mal gesagt hast, boah, jetzt da haben wir was entwickelt? Ein ganz banales Ding kann ich da erwähnen. Der Kraftstoffverbrauch wird ja ermittelt aus Liter pro 100 Kilometer. Und die größte Einsparung, die ich erwirken konnte, war, den Leerlaufverbrauch zu senken. Ach echt? Der Motor, das Fahrzeug macht 0 Kilometer, aber es braucht ganz, ganz wenig Kraftstoff.
Und das war eine entscheidende Verbesserung im Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs. Muss man sich mal vorstellen. Tatsächlich. Das ist einfach an der, Sinn, an der ja, mehr oder weniger sinnlosen Vorgabe, das zu bewerten. Ne? Mhm. Und das hatte aber tiefgreifende Änderungen. Man hat jetzt praktisch die Kühlung, die Lüfter, alles weiter runtergefahren, weil das sind ja alles Aggregate, die Energie verzehren. Mhm. Man hat die Leerlaufdrehzahl gesenkt, man hat die Lüfter elektrisch gemacht, die Kühlerlüfter, dass sie nur laufen, wenn sie wirklich gebraucht werden und solche Dinge. Das ist natürlich auch wieder eine Aufwandserhöhung, aber es bringt Verbrauch, Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer. Ein großer Schritt war jetzt heute, da bin ich nicht mehr dabei, das Downsizing, das bringt schon was. Die ganzen Treibverluste werden kleiner und das braucht sich nicht durch Energiezufuhr über den Kraftstoff eben mehr auszugleichen. Ne? Die Motoren sind schon effizienter geworden, gar keine Frage. Downsizing war damals noch nicht dein Thema. Nein, damals nicht. Du hast also am M116 und M117 gearbeitet, glaube ich. Ja, damit ging es los. Das waren die 8 Zylinder für die Mercedes-Fans. Und die gingen von 3,5 bis 5,6, der 5,6 Liter. Ja, ja. Die ist auch kein Sportmotor, der 5,6 oder der 5 Liter oder die V8-Motoren. Das sind Limousinenmotoren. Und die stehen auch in Konkurrenz zu den BMW-Motoren. BMW-Motoren sind in der Charakteristik anders ausgelegt. Da kommen wir wieder zum Eingang, Mercedes Lastenheft. Komfort steht oben an. Wir haben, kann man ganz einfach sagen, wir haben, oder ehrlich sagen, tatsächlich biedere Motoren gebaut. Der BMW hat immer den Charakter des sportlicheren Variante. Durch die Bank, vom 4 bis 8 und 12 Zylinder. Das war durchgängig so. Und das hat auf den M116 und M117, also diese frühen V8-Motoren, unbedingt zugetroffen. Das waren keine Leistungsboliden. Deswegen haben wir einfach den Hubraum auch groß gemacht, damit dass er eben wirklich doch was konnte. Hat aber auch den großen Charme des Drehmoments von unten raus. Ja. Und das ist wieder ein Komfort. Wer gerne und viel Auto fährt, der weiß, wie angenehm es ist, wenn ich nicht dauernd im Getriebe rumrühren muss oder wenn mein Getriebe nicht Automatik nicht dauernd schaltet. Es gleitet einfach und das ist angenehm. Oder auch wenn der Gang festgehalten wird, wenn du durchbeschleunigst oder auf der Landstraße überholst und der nicht vier Gänge zurückschaltet, sondern... Das ist Unruhe. Komfort ist elegant zu gleiten oder schnell zu fahren, aber ohne diese Hektik. Und das war auch Auslegung bei uns auch, immer. Gebot, klar. Und dann hast du ja danach an dem für mich tollsten Motor mitgearbeitet. Und da sagt man ja heute noch, das ist anscheinend oder einer der besten Achtzylinder, den Mercedes jemals gebaut hat, der M119. Ich sehe das so, aber ich weiß nicht, ob man das so sagt. Ich habe es mal gelesen, ja. Das war ein Vierventiler und der war auch in meinem so heißgeliebten 500e drin. Ne? Das ist ein Traummotor. Das kann man also einfach mal so sagen, so stehen das. Und da kann ich auch zur Historie was Interessantes sagen. Auch der Achtzylinder M116-17, also der alte Achtzylinder, musste renoviert werden. Der war jetzt wirklich eben alt geworden. Und dann kam die Idee, wir machen ähnlich wie beim M110, beim Sechszylinder, einen neuen Zylinderkopf oben drauf mit vier Ventilen. Die alten Sechszylinder und die 18er hatten ja nur zwei Ventilköpfe. Und da kam die Idee, da gab es ja diesen 190 Evo, wie hieß das Auto? Diese Rennversion. 2,316 Ventil. Ja, die hatten ja tolle Vierventil-Motor. Später haben wir den selber produziert, den Kopf. Dann haben wir zunächst mal diese Köpfe montiert auf den alten M116-17. Okay. Und haben eben das erprobt. Und das war schon gleich sehr erfreulich oder federführend. Aber man hat ja gesehen, das hätte noch auch zu viel Änderung und Aufwand erfordert. Dann machen wir lieber gleich einen ganz neuen, modifizierten Block. Okay. Aluminiumblock natürlich und eben den Vierventiler M119-Zylinderkopf, wie er dann in Serie ging. Also du hast quasi beim M119 eine komplette Entwicklung miterlebt. Das ist ja auch nicht so häufig, ne? dass ein Hersteller die Motoren werden. Ja, das stimmt wohl. Ja. Mhm. Wie lange dauert das? Oder wie lange hat das gedauert, die Entwicklung? Da müsste ich über den Daumen 4-5 Jahre kann man das schon ansetzen. Also vom ersten. Mein damaliger Chef und wir haben uns dann abends mal zusammengesetzt und er hat dann Skizzen vorgelegt. Hier ist der Block vom alten M116-17. Da bauen wir jetzt den Evo-Kopf drauf. Und dann haben wir geguckt, wie er passt das und so weiter. Und dann ging das in die Konstruktion und dann machten die erste Zeichnung dafür, dass man das mal zusammenbauen konnte. Fertigung. Okay. Was muss geändert werden, was kann man lassen?
Und dann wurden so einzelne Motoren gebaut und dann ging das eben sukzessive weiter. Die Vierventil-Technik, das muss sein, das ist die Zukunft, das sehen wir, da kommt Power. Mhm. Und so ist der M119 entstanden. Und das, wir haben auch M119 mit 5,6 Liter gehabt. Echt? Also nachher, was AMG hat, das er mit 6 Litern fast gemacht. Ne? Ja, das ist aber dann später. Ja. Auf jeden Fall, offiziell bei Mercedes gab es nur den 5 Liter als größten. Aber ja, wir haben eben 5, 6 Liter auch erprobt. Und den hatte ich, oder ich hatte das Vergnügen, einen Prototypen zu fahren, R107 mit dem 5,6 Liter M119. Oh. Eine geile Kiste. Ja, der war vorne um so ein Stück verlängert. Ab der Vorderachse bis zur Tür war der einfach länger gebaut. 20 Zentimeter. Ja. Und dann der dicke M119 da rein. Was hat der an Leistung gehabt? Wo? Der muss ja richtig rums. Der 5 Liter hat 320 PS gehabt. Original 324 und der hatte, glaube ich, 375. Wow, okay. Das, der wurde nicht weiter auf Leistung. Der hatte halt auch bäriges Drehmoment auch, ne? Aber der wurde allerdings dann nicht gebaut, sondern 5 Liter war ja dann der größte. Und da gab es die verschiedensten Varianten mit USA-Version und Europa-Version und so weiter. Gibt es irgendwas bei dem Motor, was du verbessern würdest, jetzt außer den Kettenspannern? Nee, eigentlich nicht. Das ist ein fantastischer Motor, oder? War, also von der ganzen, war perfekt, der war auch vom Sound und von allem einfach, ja. Wurde damals schon darauf geachtet, dass die, wie die Motoren zu klingen haben? Oder war das eine Begleiterscheinung, dass man gesagt hat, der muss mehr säuseln? Oder? War mehr eine Begleiterscheinung. Es äußert sich in der Schalldämpferentwicklung. Mhm. Denn da waren wir ja auch beteiligt, weil die Auspuffanlage geht ja auch entscheidend in den Leistung und in den Leistungsverlauf mit ein. Und die einen wollen ihn leise haben und die anderen wollen Leistung haben. Und da gab es halt schon auch Entwicklungen. Und da wurde natürlich über den Sound auch irgendwie. Aber es war nicht eine wirkliche Vorgabe, der muss so oder so Sound haben. Das gab es damals nicht. Gab es erst später. Sagtest du gerade, du hast ein Prototypen gefahren. Das heißt, also du hast nicht nur am Reißbrett und am Prüfstand entwickelt, sondern du bist die Motoren dann auch tatsächlich gefahren und hast sie erprobt. Ne? Ich bin überhaupt nicht mehr am Reißbrett gestanden. Wir haben nur noch Handzitzen gemacht und Änderungen entweder direkt in die Werkstatt gegeben, also selber Skizzen gemacht und dann einmal erprobt oder wenn es was wurde, ging es dann in die Konstruktion und wurde als Fertigungszeichnungen gemacht und wurde dann produziert und wieder erprobt. Das ist ja der Traumjob eigentlich. Na, natürlich, ich kann die Handskizzen zeigen, gerade von diesem Stufensaugrohr und so weiter. Da haben wir abends zusammengesessen und haben gemacht. Ich habe mit der Konstruktion Gott sei Dank nichts mehr zu tun gehabt. Okay. Nur noch hingehen und sagen, mach das mal so und so. Hier ist die Vorgabe, das muss jetzt eben fertigungstechnisch gezeichnet werden. Machbar gezeichnet werden, genau. Ja. Du bist aber die Autos auch gefahren, tatsächlich. Du hast dann Erprobungsfahrten gemacht. Ne? Permanent. Wo während der Arbeitszeit, am Wochenende, weltweit. Was waren das damals für Vorgaben? Also es gibt ja immer, ich weiß es bei VW, als der Bugatti entwickelt wurde, da hieß es, wir müssen den Tokio-Test fahren. Das muss also im Stadtverkehr in Tokio muss das Ding genauso temperaturstabil sein wie auf der Rennstrecke in Nardo. War das bei Mercedes ähnlich? Ja, man fährt durch Death Valley, fährt durch Schweden. Ich denke wohl noch intensiver bei Mercedes. Ja, wir hatten zum Beispiel in Deutschland 7 Rundstrecken, wo sogenannte Dauerlauffahrzeuge permanent fuhren. Kilometer machten, waren damals auch, mit Anhängerbetrieb oder so weiter, ganz genau Vorgaben, da waren aber sogenannte Dauerlauffahrer drauf. Okay. Die fuhren diese Autos täglich Kilometer. Die Abend, die das Anhänger machen mussten. Schon auch ein Knochenjob. Ne? Ja, das stimmt. Und dann gab es die Entwicklungsfahrten. Es wurde dann jährlich wurden Fahrten zu Kältetests nach Schweden ausgeschrieben. Hitzetest und Temperaturmessungsfahrten nach Death Valley, USA, und auch Nardo Rundstreckentests oder Laredo in Südamerika, in südlichen Amerika, an der mexikanischen Grenze, Laredo. Da hatten wir damals auch eine Rundstrecke. Da haben wir auch Erprobungen gemacht und das wurde dann immer geplant und dann wurde entschieden, wer muss da mit. Okay. Die Fahrwerksleute, die Klimaleute, die Lackleute, wegen Temperaturmessung, wann wird das Auto zu heiß, welche Farbe ist gut und so. Da wurden dann solche Gruppen gebildet und dann gab es große Ausfahrten. Da wurden die Autos per Flugzeug nach USA geschickt, also vorbereitet mit Messaufbau und allem drum und dran. Und dann gingst du eben als Fachingenieur für den Bereich mit. Und so hatte ich auch mal das große Glück, sogar als einziger Verantwortlicher für den R129 Nummer 1. Das Prototyp, Cabriolet, der SL Cabriolet. Ja, ne? Ja. Prototyp mit einem Gegenwert von ungefähr 5 Millionen. Okay. Von Death Valley nach Laredo, Texas
die Überführung zu fahren. Also schon auch eine Erprobungsfahrt unterwegs, Grand Canyon vorbei und so weiter. Und das war natürlich, hey Wolfgang, du. Jetzt haben wir es geschafft. Das war schon, haben wir auch Probleme unterwegs gehabt. Da hätten wir fast das Mittelstück hinten, die Hinterachse verloren. Habe ich aber rechtzeitig gehört. Die nächste Tankstelle, Werkstatt angefahren und da geschraubt und so. Aber das war auch Leben pur, vor Ort. Ne? Na klar. Ja. Aber waren das so getarnte Prototypen noch? Oder? Ja, der war getarnt. Ach, tatsächlich. Und habt ihr es damals auch mit diesen ganzen König hier ganz zu tun gehabt? Nein, hatten ein bisschen Kunststoffattrappen an der Kühlermaske und so weiter. Die waren schon sehr ähnlich, aber es waren auch schon eben, wie gesagt, getarnt. Und dann sind wir mit diesem Prototyp Nummer 1, der hatte den ersten Klappenauspuff unterm Auto. Aber aus ganz anderen Gründen. In dem Auto sind wir dann nach Laredo auf die Rundstrecke für Rundstreckentests gefahren. Und dieser Klappenauspuff, das war auch eine Idee von mir, der hatte zwei Katalysatoranordnungen. Einen motornahen, der ganz schnell warm wird, um auf dem Abgastest schnell funktionsfähig zu werden. Und einen zweiten weiter hinten, der dann später die Funktion übernehmen kann, wenn alles warm ist. Dann wurde der vordere weggeschaltet und es ging nur noch die Abgas über den hinteren Katalysator. Was ist denn der Vorteil von einem hinteren Katalysator? Dass die Abgase der wird nicht so heiß. Sind? Ah, okay, alles klar, ja. Klar. Der Katalysator kann im Grunde oder konnte zu meiner Zeit 800, 900 Grad nicht überleben. Wenn er mehr hatte, hat er die gebacken, dann ist er zusammengeschmolzen. Und das gerade zu verhindern. Aber er musste schnell warm werden und er musste geschützt werden vor zu warm werden. Also, du hast vorne einen, der schnell warm wurde. Und damit haben wir dann Dauertests, die von den USA gefordert wurden, fahren können, dass nach 150.000 Meilen das Auto immer noch den Abgastest bestand, quasi im Neuzustand noch die Katalysatoren ihre Funktion hatten. Das war die grundlegende Idee. Wurde dann allerdings nicht unbedingt weiterverfolgt und heute haben wir Klappenauspuff wegen Lärm. Sound. Ja, genau. Stimmt. Aber ihr habt doch hier mal schon mit den gesetzlichen Vorgaben rumschlagen müssen, dass sofort müssen die Abgase sauber sein. Ja, ja. Und gab es damals schon irgendwas, dass die Autos erkannt haben, ob sie auf dem Prüfstand standen oder? Zur Abgasmessung wie heutzutage? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Da muss das ehrlich sauber sein. Nein, da kann ich aber auch natürlich ganz Erklärendes zu sagen. Die Prüfstandsbedingungen, die Testbedingungen werden per Gesetz ja vorgeschrieben. Hm. Das Auto muss 20 Grad temperiert sein. Das muss über Nacht diese Temperatur nehmen und muss dann bei 20 Grad Umgebungstemperatur gestartet werden, muss dann möglichst schnell die Abgase reinigen und den Abgastest, der ja in einem Behälter gesammelt wird, die Abgase, müssen einen bestimmten Grenzwert einhalten, die Emissionswerte. Ja, und wenn mein Auto bei 19 Grad gestartet wird, dass es dann diese scharfen Werte eventuell nicht schafft, einen Weg, die Entwicklung zu vereinfachen. Das ist also dieses sogenannte Temperaturfenster. Wo muss mein Auto Abgastest bestehen? Wenn ich es eng auslege, geht es Richtung Betrug. Aber wenn ich es weit auslege, bin ich immer noch im Gesetzesrahmen. Das ist ein schmaler Grat. Wenn ich allerdings jetzt hergehe und richtig betrüge, dass das Auto erkennt, ich bin auf dem Prüfstand oder ich bin auf der Strecke, das ist nicht in Ordnung, das ist Betrug. Aber was dann eben jetzt in dieser ganzen Abgasbetrugsdiskussion aufkam, ist es auch schon Betrug, wenn ich eben diese Vorgaben zu eng auslege. Wenn ich ein Auto eben, es wird ja auch dann in der Stadt nochmal bei 15 Grad gestartet. Ja, klar. Das ist nicht sofort abgasrein. Ja. Dann muss ich halt die Vorgaben ändern. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Das kann man natürlich auch machen. Das ist wie im Motorsport, ne? Ja, eigentlich. Logisch. Wir machen ein Reglement und du schaust, dass der Spoiler genauso breit ist, wie es da reinpasst. Aber wenn ich es mal so homologiert habe, dann ist es so und dann ist es Fakt. Dann kann man jetzt nicht, also das ist eine ganz, ganz heile Kiste. Ja. Jetzt gibt es ja auch in den USA und überall gibt es ja auch für Mercedes da Angriffe. Aber man geht dann einfach her und sagt, gut, wir übernehmen das, um den Aufwand, um die Publizität niedrig zu halten. Also richtig Betrug kann ich mir nicht vorstellen in unserem Haus, aber wer weiß es. Ja, man weiß es leider nicht. Ja, das ist klar. Aber das ist ja mit der Natur der Sache. Man will ja immer möglichst billig produzieren und herstellen. Und viel verkaufen. Eine Autoindustrie ist auch nichts anderes als ein Profitunternehmen. Das muss man sich mal klar machen. Mercedes hat nicht die Aufgabe, ein tolles, schönes Auto zu bauen. Diese Aufgabe stellen sie sich vielleicht selber. Aber sie müssen in erster Linie Profit erwirtschaften. Das muss man wissen.
Und das hat VW überzogen. Ja, stimmt. Gibt es irgendwas, wo dir das Herz geblutet hat, mal, als die Leute mit dem Rotstift gekommen sind, zum Beispiel beim M119, und wo du gesagt hast, Leute, also das ist dann schon sehr am Limit? Eher umgekehrt. Namen nenne ich ja nicht. Aber meine damaligen Vorgesetzten waren auch natürlich erpicht, die Gesetzesvorgaben einzuhalten, aber auf der Autobahn richtig Power fahren zu können. Mhm. Da ging es auch wieder um Katalysatorschutz. Der Katalysator darf nicht zu heiß werden. Wenn ich aber einen Motor richtig fett fahre, geht noch genügend unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff und kühlt den Katalysator richtig schön runter. Das heißt, wir fahren ein Katalysatorauto auf der Autobahn stark angefettet. Mhm. Wenn so heißt es im Fach. Diese Volllastanreicherung, oder? Ja, eine extreme Volllastanreicherung. Okay. Oder auch schon vorher, hohe Lastanreicherung. Also wir reichern an, um den Katalysator zu schützen. Und da habe ich mich als damals, da war ich schon ein bisschen grün, habe ich mich strikt dagegen eingesetzt. Okay. Das kam auch dann nicht. Weil das kannst du nicht machen. Weil dann passieren so Dinge, wie sich dann VW am Bauch hat. Ne? Ja, ah, das ist interessant. Aber ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel beim Zwölfzylinder, von der erste Zwölfzylinder in der S-Klasse, der hatte erst 408 PS und nachher 397, 396, irgendwie sowas. Und daher kenne ich dieses Wort, dass immer diese Volllastanreicherung dann irgendwie zurückgenommen wurde. Und beim 500e, beim M119 haben sie es ja auch gemacht. Der ist 326 PS, nachher 320. Ne? Ja, ja. Ist das? Ja, ja. Also die 6 PS. Ja, ja. Ja, das ist ja Zusammenhang. Ja, ja, okay, alles klar. Es war sogar so weit, dass ein Auto ohne Katalysator, die gab es ja eine Zeit lang parallel, auf der Autobahn abgasreiner fuhr als diese angereicherten. Ach, echt? Ja, ja. Das kannst du gar nicht bringen. Aber der Katalysator, der hat sich auch entwickelt. Die waren damals sehr anfällig. Das ist ja ein Keramikteil, was eben nicht unendlich temperaturbeständig ist. Ne? Du hast eben schon mal das Wort fallen lassen, dass du ein R129 hast, also ein SL. Auf den nee, selber nicht. Ach so, okay, nee. Alles klar. Ich hatte viel damit, ich war auch hier mit, ich bin da viel mit gefahren, ja, okay. Persönlich nicht, nee. Also, ich hatte einen M100, ach, einen W126 5.6. Hast du den noch? Leider nicht. Einen kurzen oder einen langen? Lang, SEL. Und der war aus meinem Versuchsbetrieb, als der dann nicht mehr gebraucht wurde, habe ich den mit 30.000 Kilometern übernehmen können. Der war schon auch US-Standards, hatte schon die ganzen Features, Verstrebungen in den Türen und andere Stoßstangen, was eben für USA notwendig war. Und war ein tolles Auto, habe ich auch lange gefahren, aber hat halt auch gesoffen. Und meine damalige Frau meinte, muss weg. Und dann habe ich halt in den USA einen gefunden, der so ein Auto suchte und auf dem europäischen Markt halt kaufen wollte, aber die hätte alle umbauen müssen. Ah, okay. Und meiner war umgebaut auf Original US-Standards. Und das konnten wir über die Firma beweisen, über die Herstellung und Lebenslauf und Fahrzeugpapiere. Und dann hat er da richtig gut Geld für gegeben und dann habe ich ihn halt nach Florida verkauft. Also steht jetzt irgendwo in Amerika, wahrscheinlich, vielleicht ist er auch schon wieder zurückgekauft worden nach Deutschland. Unmöglich, steht ein ehemaliges Versuchsfahrzeug. Ja, ja. Also ich habe das sehr bereut, das ist keine Frage. Wer Wolfgang Kalpin im alten Fahrzeugbrief stehen hat, der kann sich jetzt freuen. Ja. Da stand also erst Daimler und dann ich als Besitzer. Das hat mir auch mein damaliger Chef dann vermittelt. Denn Versuchsfahrzeuge, die möglichst recht seriennah waren, die wurden dann schon auch verkauft. Aber wenn es zu sehr Prototypen waren, dann wurden sie auch verschrottet. Wir hatten hier damals immer so diese ganzen Tuning-Sachen aufgenommen. Also ich weiß jetzt beim M116, bei der S-Klasse, das war ja so die in den 80er Jahren, sagen wir jetzt mal, die Blüte, finde ich, des Extremtunings eigentlich, ne? Ja, also, ja, oder die Hochzeit des Extremtunings. Also, wie hast du das denn aufgenommen? Hast du manchmal so gedacht, Mensch, das hätte ich eigentlich auch gerne entwickelt mit so viel Leistung? Oder? Ja, klar, das habe ich auch immer gereizt. Aber ich war auch so ausgefüllt, dass ich auf Wechselideen nicht gekommen bin. Ich hatte guten Kontakt zu AMG immer, von Anfang an. Ich kenne die alle, den Aufrecht. Ja. Das A ist Aufrecht und das M ist Melcher. Die kommen ja auch vom Daimler. Der Aufrecht war bei uns Motorenprüfstandsführer. Und der Erhard Melcher war auch schon irgendwie in der Entwicklung, aber nicht sehr lange. Der Erhard war ja der eigentliche technische Kopf von AMG. Der hat die ersten Nockenwellen, die ersten Tuningsgeschichten gemacht und so. Und mit dem habe ich heute auch noch immer guten Kontakt und Verbindung. Auf jeden Fall, das habe ich alles mitverfolgt. Und, aber da selber mit einsteigen, das stand nicht zur Debatte eigentlich. Gut, als Jugendlicher, da habe ich schon auch Motoren getuned, für mich selber dann. Mein erstes Auto war ein Fiat 500 und da habe ich dann VW
Zylinderköpfe, Zylinder drauf gemacht. Der hatte dann 650 Kubik und ging natürlich entsprechend besser. Okay. Also, so, da, wir haben auch Bergrennen gefahren dann mit BMW 700, nach Boxermotoren. Mhm. Weiß nicht, ob du sie kennst. Ja, klar. Das Bergrennautos, ja, Steyr-Puch, ja, war auch so ein beliebtes. Stritzel Stucks Vater ist damit auch gefahren. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Das war so während meinem Studium, da habe ich da richtig, habe ich auch in einer Autowerkstatt gearbeitet, zum Geld verdienen. Und da haben wir schon so Sachen gemacht. Da habe ich auch einen eigenen Prüfstand gebaut für Motoren. Zu prüfen hatte diese BMW Bergrennmotoren. Da hatten wir aus 700 Kubik 85 PS rausgeholt. Und das war eine Literleistung, die war damals schon ganz gut. Ja, das ist auch heute. Bloß sie haben halt nur zwei Bergrennen gehalten. Da waren sie, haben sie dick gebacken. Wie lange mussten Mercedes-Motoren halten? Gab es da eine Vorgabe, wo man gesagt hat, also vor 200.000 Kilometern wollen wir nichts mit dem Zylinderkopf haben? Eine direkte Zahl gab es eigentlich nicht. Es gab nur das Sprichwort, der Mercedes geht mit der höchsten Motorleistung auf den Schrottplatz. Also die Motoren werden immer besser und immer lockerer und immer leichter. Kaputt gehen die nicht, aber das Auto ist eben dann okay. Fällig. Aber dann mit Zahl kriegt er. Also 200.000 war sicher eine Schallmauer. Ich weiß, wir hatten Wankelfahrzeuge mit 150.000 Kilometer. Das war unbedingt notwendig, die zu erreichen. Mhm. Einer sogar im Anhängerbetrieb. Also 200.000 war damals. Aber das hat sich alles verschoben. Heute ist ein Kleinwagen mit 300.000, kannst du immer noch kaufen. Kannst du noch kaufen. Ich weiß nicht, ob das künftig noch so sein wird. Weil keine Ahnung, ob die Autos, ob das nicht immer mehr teurer Elektroschrott wird. Weil du kannst ja nichts mehr machen, diese ganzen Steuergeräte. Aber das ist jetzt ewige Diskussion. Das stimmt vollkommen. Ja. Meine Ex hatte bis vor einem halben Jahr noch eine A-Klasse, eine frühe. Hm. Das Auto war fantastisch, der ist gestorben am Getriebesteuergerät. Das hätte 800 Euro gekostet, das Teil zu. Also die sterben heute an den Steuergeräten. Mhm. Beim W124 ist es genauso, bei der alten E-Klasse. Mhm. Das ist die Zukunft. Die Motoren sterben nicht. Das ist schlimm, ne? Nee, das ganz ist schlimm. Schlimm. Ich habe jetzt gerade mit einem Gutachter gesprochen, oder der macht so Hauptuntersuchungen von GTÜ, und der hat gesagt, das ist, wenn du einen Steinschlag in der Streuscheibe vom Scheinwerfer hast, kriegst du kein Siegel, ne? Keine Plakette. Und der hat gesagt, es gibt von einem, er macht ja auch so Unfallgutachten, ein namhafter deutscher Hersteller, kostet der Scheinwerfer, ist alles ein Gehäuse, es darf nichts kaputt gehen, es darf nichts undicht werden, man kann es nicht reparieren, 5.000 Euro. Ja, ja. Das heißt, ein Steinschlag. Ja, bei Porsche auch so. Ja, aber ja. Du kaufst dir irgendwann vielleicht mal eine jetzt aktuelle S-Klasse für vielleicht 10.000, 12.000 Euro. Jeder Steinschlag im Scheinwerfer kostet 5.000 Euro. Das sind ja Kleinigkeiten, das sind ja wirtschaftliche Totalschäden. Ne? Ja. Na, das ist eine falsche Entwicklung gelaufen. Ja, glaube ich auch. Ist eine komische Zeit. Weil ich meine, aber ich das kommt daher, billig produzieren und teuer verkaufen. Was danach kommt, ist scheißegal. Ist scheißegal, ja. Ist nur noch, eigentlich nur du noch kannst ja heute fast schon keine Scheinwerferbirne mehr wechseln. Ja. Ja, genau, das ist das. Du musst den Scheinwerfer schon mal ausbauen. Ja. Also das ist schon hochkompliziert. Mein Wagen ist in der Werkstatt und ich habe einen Ersatzwagen bekommen. Ja. Und da habe ich einen Mercedes S400 Diesel. Also ich habe hocherfreut, habe ich den Wagen in Empfang genommen, den ich gar nicht bestellt hatte. Ja, ja, das Auto, also die Lautsprecher in dem Auto kosten doppelt so viel wie mein Auto insgesamt. Krass. Ich war eine alte E-Klasse, wie viele wissen. Und das... Also ich habe mich jetzt hier auf der Fahrt, habe ich mich jetzt massieren lassen. In jeder Kurve stemmt sich der Sitz einem entgegen. Habe ich nur nicht hinter mir. Du, das ist unvorstellbar. Aber ich habe mich bei jedem Knopf, den ich gedrückt habe, gestern ist meine Tochter mitgefahren, die hat dann entdeckt, dass man die hinteren Kopfstützen elektrisch hoch und runter fahren kann. Aha. Das hat sie also über Stunden praktiziert. Ja. Und ich habe mich bei jedem Knopf, habe ich mich gedacht, mein Gott, was kosten die Steuergeräte, die sich dahinter verbergen, oder? Ja, ja. Die Displays. Und die fallen aus, die halten nicht ewig. Natürlich, das sind Zulieferteile. Und die Zulieferindustrie ist dermaßen ausgelutscht. Die können keine hochwertigen Produkte liefern. Einfach nicht möglich. Ja, und auch Elektronik altert. Ja, es sind einfach alternde Sachen, ne? Egal ob es Chips sind oder ob es ja, vollkommen richtig. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss den Wagen in 30 Jahren unterhalten und dann fängst du an, diesen ganzen, dann regelt er den Abstand, dann erkennt er die Straße, dann erkennt er zur Seite hin, wenn die Leitplanke, wenn man da zu nah ranfährt, dann bremst er selber und lenkt weg und so. Also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll und auch als Werkstatt, wo man das reparieren soll. Das, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich kann die Werkstatt noch nur bewundern, dass sie überhaupt da durchkommen. Ja gut, schließe ich das nicht an. Also es ist wirklich ein beeindruckendes Auto, wenn man mal so damit fährt. Ja. Also das ist schon irre eigentlich. Ist nicht mehr das, was wir machen. So liebten, finde ich auch. Automobil war zum Vorwärtskommen, zum schönen Fahren und so. Und ja, es ist zu viel. Auf der anderen Seite fährt man ein 2-Tonnen-Auto mit einem Schnitt von 8 Litern. Das ist natürlich auch beeindruckend. Ja, ja, ja. Also beeindruckend ist es schon, wie gesagt, als Fan von klassischen Autos. So brauche ich das alles? Und könnte ich das ist die nächste Frage. Das ist ja auch alles Ressourcenverbrauch. Ja.
Ich denke auch immer, ne? Das ist eigentlich, wenn man vielleicht mal eine Generation überspringen könnte, aber das ist nicht mehr der Trend der Zeit. Ne? Die Leute wollen dauernd was Neues haben. Ja. Und da muss man. Heute hat ja auch jeder Kleinwagen, hat Klimaanlage und ABS und das ist sowieso klar, ist auch richtig, aber. Ist das so nötig? Früher hast du die Scheibe runtergedreht. Ja, ging auch, ne? Du hast sie runtergedreht und nicht runterdrehen lassen. Ja, das ging alles. Ich habe ja noch auf der Straße, wo habe ich denn hier in der Garage? 202, so einen ganz alten. Von einem Freund. Natürlich, alles von Hand. Toll, oder? Ja. Ist das nicht toll? Und ich finde, also ich bin. Der hat 300.000 runter. Mach ich jetzt zum Tüftel demnächst. Ich habe mal einen alten Lupo kurzzeitig gehabt, von meiner Schwester, lustigerweise. Und dann bin ich damit gefahren. Ich war selten so glücklich, irgendwie mit so einem leichten Auto zu fahren. Weißt du, wiegt nichts, ist total easy. Ich verstehe alles. Deine Empfindung. Das macht ja auch Spaß, ja, mal so schlank zu fahren. Also, ne? Das war der kleinste Motor, aber trotzdem habe ich gedacht, manchmal ist diese Einfachheit vielleicht auch ganz charmant. Ne? Ja, klar, finde ich schon. Schon ganz toll. Hast du unsere Mopeds gesehen? Nee, muss mir gleich noch anschauen. Die sind charmant. Ja. Einfach. Saxonette. Das ist gut. Alle fahren E-Bike, wir fahren O-Bike. Ja. Automotor. Ja, das ist gut. Wolfgang, ich glaube, wir kommen zur letzten Frage. Okay. Und ich glaube, ich kenne die Antwort bei dir. Zumindest weiß ich das Auto. Ja. Die letzten 50 Liter Sprit, die dir auf den Hof gerollt werden, wenn das Rohöl ausgehen würde, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie? Ich würde versuchen, den 10 und 11 zu fahren. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Und ich habe gute Chancen. Mit dem Wankel? Das weiß ich noch nicht, weil da habe ich noch nicht fertig. Was hat denn der verbraucht eigentlich, der Vier-Scheiben-Wankel? Verbrauch ist auch so eine relative Frage. Auf 100 Kilometer? Zwischen 17 und 35. Ja, okay, das ist ja okay eigentlich. Ja. Ja, das haben die dicken Lamborghini, Ferrari und so, das ist das gleiche Niveau. So unterschiedlich war das eigentlich nicht. Ja. Also C111 und welche Strecke? Die Strecke von hier, von Boxberg Richtung A81. Das ist eine wunderschöne Odenwald-Spessart-Strecke. Landstraße mit vielen Kurven. Ja, klar. Okay. Nicht Autobahn. Ja. Ich war ja mal mit dem 1011 Typ 1 auch hier vor Ort. War mein Bruder hier bei den Eltern zu Besuch und dann bin ich von Stuttgart hier hochgekommen. Da war gerade hier das sogenannte Gräbergrennen. Mhm. Das ist ein Bergrennen, so wie es früher überall waren und so. Und da bin ich hier dann vorbeigekommen. Hey, da war es wirklich schwierig, vor lauter Zuschauern das weiterzukommen. Und da bin ich tatsächlich liegen geblieben. Und das war wirklich illegal, das Auto, ausgefasst von mir. Mit dem Kumpel zusammen hatten wir den selber aufgebaut. Der eine wusste, wo das Auto steht, also in der Firma. Das war der Fahrzeugmann und ich war der Motorenmann. Da wussten wir, da gibt es ein Auto, was nicht mehr gebraucht wird, alter Typ. Und da habe ich gesagt, ich besorge den Motor, du besorgst das Auto, dann lassen wir den in der Werkstatt aufbauen, ich besorge einen Auftrag, Ölverschäumung im Motor muss getestet werden. Da wurde das Auto gebaut. Und den haben wir dann wochenendweise auch ein bisschen ausgefahren. Haben wir uns selber ausgeliehen. Das gibt's ja nicht. War natürlich damals hochgradig geheim, durfte keiner wissen, außer die Werkstatt halt. Heute kann ich es publizieren und war nochmal so ein Erlebnis für sich. Okay. Und mit dem bin ich liegen geblieben auf der Autobahn bei Heidelberg, weil eine Benzinpumpe ausgefallen ist. Zum Glück hatte der zwei und ich konnte mir selber helfen. Denn wenn ich den hätte abschleppen lassen müssen mit ADAC und so, das hätte wirklich Stunk gegeben in der Firma. Ja, aber das spielt alles so eine Rolle mit dem Geist, der da herrscht. Du kannst schon ein bisschen was machen, du bist eben doch auch schon da. Du hast Freiheiten. Das geht so ein bisschen ins Künstlerische auch. Auch die ganze Entwicklung ist schon kreativ, ne? Du fühlst dich auch irgendwie als Teil des Ganzen. Und extrem war das eigentlich immer. Ich war auch dann bei den Typ-Prüfungsabnahmen in den USA dabei. Zertifizierung von der EPA, Environmental Protection Agency, also Umweltschutzbehörde USA. Ist jetzt auch wieder bekannt geworden im Abgasskandal. Allerdings, die machen das ja. Die machen ja die Tests. Und da mussten wir dann immer, jede Firma musste dann jedes Jahr, wenn sie einen Modellwechsel hatte, den neuen Typ dort vorstellen. Da wurde dort auch auf die Abgastestrolle gefahren, wurde Test gefahren. Und zwar wurden da sowohl Neufahrzeuge wie auch 150.000 Meilen Dauerläufer, die mussten dort auch nochmal getestet werden. Ne? Oh, okay. Und das war halt wie ein Abitur. Da waren wir halt die Verantwortlichen und haben die Autos dahin gebracht. Teilweise auf dem Trailer, weil wir auch ein Labor hatten in Detroit, wo wir die Autos dann vorbereitet haben.
Und dann auf den Trailer geladen. Da bin ich ohne Lastwagenführerschein dann nach Inhaber gefahren, habe die Autos da abgeliefert und dann wurden die dann getestet und hast du bestanden, was der King. Wenn du hier zurückkamst, du wurdest geadelt, du wurdest zum Vorstand vorgeladen. Wir haben wieder ein Jahr Produktion gesichert. Das sind Dinge, die gehen schon ein bisschen rein. Das macht Laune. Aber ich finde, ich habe das heute noch in mir. Wolfgang Kalpen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Das war mein Gast für diese Woche, Wolfgang Kalpen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Buch über den C111 kommt Anfang nächsten Jahres raus und natürlich halte ich euch dazu auf dem Laufenden. Um es nicht zu verpassen, könnt ihr die alte Schule am besten gleich auf Facebook abonnieren. Und Videos nicht nur von diesem Gespräch gibt es auch auf meinem alte Schule YouTube-Kanal. Da findet ihr auch noch zahlreiche weitere Interviews, unter anderem jede Woche ein exklusives Gespräch mit Reporterlegende Rainer Braun. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Der Mann hat ja so einiges erlebt. Und diese Woche erzählt er von wilden Partys, die man heute in der Autoszene in dieser Form eher nicht mehr erleben wird. Schaut mal rein, viel Spaß damit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.